Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Civilization 4. Ich bin Puck und ich bin Johann von Portugal. Und diesmal, wie man schon sehen kann, spiele ich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Teampartner gesucht. Und zwar Justinian von Byzanz. Der ist auch schon recht fleißig mit dem Karten aufklären. Ich war jetzt auch nicht ganz ruhig und habe nichts getan. Ich habe zumindest diese Halbinsel für uns erkundet und habe festgestellt, dass wir total safe sind. Die grobe Strategie, die ich jetzt schon angesprochen habe, ist mit Justinian zusammen, dass wir... Ich suche einmal kurz, Sekunde. Kann man ja alles machen, das ist ja alles sehr schön. Neue Zeile, genau. Dass wir so grob hier die Grenzen ziehen können. Das heißt, dass wir uns diesen Halbkontinent hier sichern können. Diesen verschlungenen. Wenn ich mal schätzen müsste, würde ich auch grob raten, dass bis hierhin kommt Justina mir entgegen und den Rest müsste ich besiedeln. Außer ich werde mich erstmal auf die Halbinsel hier konzentrieren. Das heißt, mit ein bisschen Pech und je nachdem, wie er will, kommt er mir auch schon hier entgegen. Das wird man dann sehen. Lassen wir uns überraschen. Gut, das wäre es auch schon. Zoomen wir wieder rein und damit es nicht ganz so sehr stört, mache ich mal kurz wieder die Stadtplanung aus. Kann man mit Steuerung X ja ausstellen beim BOG-Mod. Und wir können auch nebenbei schon verfolgen, Mansa Musa und Wilhelm sind Erzfeinde von Mehmet und Churchill. Sehr schön. Gut, damit haben wir das Gold angeschlossen. Bitte, bitte jetzt nicht auf dem Feld auf 7-7. Baba. Glück gehabt. Nochmal wieder kurz Stadtplan. Wo setze ich jetzt die nächste Stadt hin? Gute Frage. Ab der dritten Stadt kann es irgendeine Stadt sein, in Anführungsstrichen, aber die erste Stadt muss noch sitzen. Und ganz ehrlich, ich tendiere schon fast zu der Stadt hier unten. Die hätte Fische nach der KE, Kupfer und vor allem wird es mir auch eine Expansion hier in den Süden, weil wenn diese Städte gesetzt sind, bin ich hier schon fast safe. Also, ja, wird wahrscheinlich die Stadt da unten im Süden werden. Wenn ich dann noch Segeln erforsche, habe ich auch direkt Handelswege zu meinem Partner. Vielleicht auch direkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Kultur vom Teampartner wirkt. Aber man spielt hier auch nicht alle Tage so ein Teamer. So. Gucken wir mal. Naja gut, das war jetzt typisch. Jetzt haben wir auch noch die 60 Hämmer, die auch bonifiziert werden durch imperialistisch. Und als nächstes forschen wir Segeln. Muss man wieder aufzoomen, uns den Typen wieder mal ranziehen und bevor er auf was anderes kommt, segeln. Priorität hat jetzt diese Straße fertigzustellen, damit auch Handelswege da sind und es gibt nichts Schlimmeres wie eine Stadt, die rumoxidiert vor sich und nichts tut und einem auch nichts einbringt. Fische, jawohl. So gefällt Papa das. Und nochmal Wale, das ist super. Den Haag hat er wo gegründet? Ich weiß es zwar nicht, aber ich würde mal raten, jetzt irgendwo hier in der Region. Zumindest ist jetzt hier nichts aufgeleuchtet, das ist gut. Oder hier oben. Das wäre richtig dreist, wenn er hier das Ganze gemacht hätte. Okay, jetzt geht er doch noch auf Stonehenge, der Gute. Wir können jetzt auch dieses Raster wieder aufrufen und die letzten Städte planen. Sowas und sowas sind natürlich absolute Füllstädte, aber trotzdem schon mal eingezeichnet. Klick, fertig. Das ist jetzt natürlich unschön. Je nachdem, wie sich das jetzt verhält, muss ich meinen Krieger da raus bewegen. Ja. So. Einfach volles Risiko aufwecken, dass er jetzt auch nicht, ja, war klar. Und den nächsten Krieger, den ich brauche, yay.
und weg mit euch. Ja, klasse. Dass jetzt ausgerechnet hier der Speerkämpfer hinlaufen muss. Das war jetzt absolut nicht schön. Na gut, wenn die Stadt schon auf 4 wächst, kann ich hier noch einen Hügel fertig machen mit einer Mine. Mit ein bisschen Glück zieht er jetzt weg und dann kann ich da hin, und wenn er jetzt nicht wegzieht, dann würde ich auch in Erwägung ziehen, woanders zu gründen. Naja, geht jetzt nicht anders. Mein erster Gründungsort fällt damit weg. Leider. Unschön. Muss ich halt dort gründen. Kann ich schon mal hier das Symbol rausnehmen. Das ist jetzt absolut keine schöne Stadt, aber sie kann das Gold wenigstens direkt bearbeiten. Fortschrittlich sind wir auch nicht. Schön, dass uns das nochmal erklärt wird. So. Genau, jetzt zieht er natürlich... Alter. Sowas regt mich natürlich auf. So, ziehe ich dort drauf, dass du ein bisschen erkunden kannst, und los geht's. Gut, dann bauen wir hier auch erstmal einen Krieger, damit wir ein bisschen mehr zum Erkunden haben. Ach, das ist der Barbar von vorhin. Ach, der Barbar ist das. Gut. So, jetzt müsste auch irgendein unnützes Feld belegt werden, leider. Ne, noch nicht. Ich bin ganz ehrlich, das ist einfach nur eine echt miese Situation gerade. Dann kann der jetzt hier schon mal Ausschau halten und eventuell Barbaren spotten. Das gefällt mir absolut nicht, wie das jetzt gerade aufgebaut ist. Verschanzt dich, vielleicht hast du dann ja eine Chance. So, du baust da eine Straße drauf und du ziehst hier und machst dort schon mal eine Farm fertig. Eine Farm fatal. So aus einer Richtung nicht. Stonehenge wurde in einem fairen Land gebaut, das heißt, Justinian hat dafür verdammt viel Geld bekommen. Er kann aber immerhin schon mal sowas bauen. Kann ich ihm eigentlich... ich kann ihm noch nicht Kupfer abknüpfen, weil sonst würde ich mir jetzt Axtis bauen. Aber gut. Banditen auf englischen Äckern treiben hier Unwesen, na dann. Gut, segeln ist natürlich jetzt ein Zusatzbonus, der nett ist, und wir gehen jetzt auf Schrift. Achso, jetzt hat Porto erst Handelswege. Schön, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Ja, das ist halt das Dumme gewesen, dass ich halt umplanen musste mit der Stadtplanung. Wobei ganz nebenbei, es müsste sogar schon vorher Handelswege gehabt haben, spätestens jetzt ab Segeln hat es das zu... Konstantinopel müsste es auch haben. Leider gibt das keine Außenhandelspunkte. So, jetzt können wir auch tauschen rein, theoretisch. Nehme ich Kupfer. Das nehme ich mir jetzt nämlich einmal an. Nur kurzfristig. Dann möchte ich jetzt Schrift erforschen. Sehr schön. Ein Axt, die muss her, um da aufzuräumen erstmal. Ich gebe das dann auch gerne wieder zurück. Ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, ganz ehrlich. Ich muss da erkunden, bevor ich den nächste Runde weiterziehen lasse.
Mao Zedong hat Guangzhou gegründet. Naja, gut. Sehr schön. Dann kannst du da Ausschau halten. Und damit haben wir auch schon die nächste Stadt gesichert, mehr oder weniger. Phew. So, lang genug Geld gesammelt, jetzt können wir auch für das Ganze aufdrehen. Gut, das heißt, jetzt können wir auch aufdrehen. Nämlich, wir können uns das Gold ausleihen aus Porto und damit kann die Hauptstadt dann jetzt etwas umbelegen. Gut, hat das schon mal geklappt, das ist sehr schön. So, dann können wir auch holzen. Genau. Ja, ich muss zugeben, über die Mauer würde ich mich jetzt sogar ausnahmsweise auch mal freuen. So. Gucken wir mal und hoffen wir, da haben wir es doch. Und holzen. Da bauen wir jetzt noch ein. Das heißt, jetzt können wir hier, obwohl wir da gut verschanzen, angegriffen werden und hier. Beide Einheiten haben gewonnen. Ich bin sehr stolz auf euch, Jungs. Und jetzt können wir wieder einen Bautrupp bauen. Und jetzt kommt die Stadt da unten mal wirklich. Wilhelm von Oranien hat Rotterdam gegründet. Hier, das scheint, er scheint uns jetzt doch hier den Weg dicht machen zu wollen. Justinian baut ja auch keine Siedler, er baut die KI. Ich möchte sie einfach nur schlagen, prügeln und zu Tode knechten. Puh, egal. Gründen wir Guimaresch, hat direkt Handelswege, sehr schön. Und wir fangen mit einem Monument an, damit wir selbst Kupfer erschließen können. So, da ich jetzt auf mein Kupfer nicht mehr angewiesen bin, ja, der Handel wird gekündigt. Das heißt jetzt, mal gucken, vielleicht baut er jetzt ja Axis, ich kann es mir nicht vorstellen, aber schön wäre es wohl. Als nächstes dann Bautrupps. Hä? Ach so, ja, hä. Na klar, kann natürlich nicht fertiggestellt werden. Ich Dummerchen, wenn ich das natürlich abgebe. Gott, bin ich dumm. Nein, ich will darauf keine Antwort haben. Aber Schrift wird uns nochmal Außenhandelswege geben, darauf freue ich mich schon. Und eigentlich müsste er doch mal langsam angreifen. Hat er nicht irgendwie eine 70- oder 80-prozentige Chance anzugreifen? Komm, Junge, geht doch. Wächst in die Unhappiness rein. Also, wie gesagt, Justinian baut die Moais ohne Steine. Also die Stadt, in der er es baut, ist ja schon richtig. Kann man ja nicht abstreiten, dass da das Sinn machen würde, aber... So, erstmal noch einen weiteren Bautrupp. Denn Bautrupps kann man nie genug haben. Jetzt bauen wir auch eine Hütte, damit wir was belegen können. Und dort eine Hütte. Weil wenn ich jetzt am Anfang zu stark siedle, würde ich mich in Ruin siedeln. Und da habe ich absolut keine Lust drauf. Er hat 1 von 2 Kupfer, jetzt kann ich... Junge... Ja, okay. Schrift, sehr schön. Nicht drüber ärgern, nicht drüber wundern, akzeptieren und lachen. Puh. Als nächstes gehen wir auf Mathematik, damit wir auch definitiv safe sind in dieser Hinsicht. Haben wir hier den Krieger fertiggestellt, dann können wir jetzt einen weiteren Bautrupp bauen.
Vor den kann man ja auch zum Erkunden schicken, zum Fock basten. Nicht, dass wir da unser blaues Wunder erleben. Ach ja, man muss natürlich den Byzantiner, der irgendwie total auf seinem... Bogenschießen-Trip ist, abfangen und mal sagen, dass das nicht so clever ist. Und nebenbei kann man ja auch mal kurz durchgehen und die offenen Grenzen mit allen vereinbaren. Das Schöne ist, die gelten im Team, das heißt, wenn man irgendeinen von beiden findet, der es machen würde, bevorzugterweise natürlich nicht den Rallye-Warmonger, dann gilt das trotzdem für beide. Am Anfang ist es noch relativ irrelevant, da kann man erstmal zu allen offenen Grenzen machen. Und dann können wir auch schon direkt die nächsten Siedler raushauen. So, ich muss jetzt kurz überlegen, wo ich denn nun die nächste Stadt am ehesten hinsetze. So, kurz umbelegen, genau. Dass wir auch kein Gold verschwenden. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, du bist auch eine Ausgeburt an Cleverness. Adrianople ist ganz gut gesetzt. Wenn du es jetzt noch schaffst, hier rumzukommen, wäre es perfekt, aber ich traue es dir nicht zu, nicht so richtig. So, dann reden wir mal den Forschungshahn wieder auf. Haben wir eigentlich schon Auslandswege? Nach Bibracte, also natürlich die kürzesten mal wieder. Aber wenn man mal kurz raufzoomt, Bibracte ist ja um die Ecke. Ich weiß gerade nicht wo, aber irgendwo hat man schon Kultur gesehen hier. Also gerade mal um die Ecke. Über fünf Ecken musst du gehen oder so. Warum er jetzt nicht mit seinem Axtkämpfer da aufräumt, bleibt auch eine Sache, die sich wahrscheinlich nur der KI erschließt. Na, wo bleiben wir mal hier? Ist schon gut, falls mal eine angelatscht kommt. Halt S, zack, und weg damit, genau. So. Du bist mit der Zukunft beschäftigt. Orakel wurde gebaut, das heißt, du ziehst schon mal eine Straße zu dieser Stadt. Denn wenn noch Barbaren kommen, kann ich, wenn ich diese Stadt habe, das alles relativ gut ausleuchten nach einer KI. So, wenn ihr mit den Hütten fertig seid, kann ich auch einen zum Holzen hier oben abstellen und einen kann ich hier zum Holzen hinschicken. Wieso lebt der? Und der hat ihm das abgerissen? La da da. Das Mali-Nischreich hat eine Barbarenstadt eingenommen. Sehr schön. Mit dem Mali-Reich ist eigentlich auch kein Krieg zu gewinnen, aber anscheinend mehr als mit dem. So. Byzantinischen Reich. So ungern ich das zugebe. So, da wir es ja auch nicht übertreiben wollen, kommt hier als nächstes erstmal Roden und dann Hütte hin, dann haben wir zweimal Flusshütte. Dann kann die Stadt auch erstmal wachsen danach, wenn ich Happy-Ressourcen hätte. Zack, damit wir hier direkt eine Hütte hinsetzen können danach. So, so die Kulturerweiterung tat sehr gut. So konnten wir nämlich noch hier hin vorrücken.
Ah, der Barbar ist besiegt oder ist abgezogen oder sucht euch aus, ich weiß es nicht. Und ich habe auch aufgehört, mich also mal nachzufragen, warum die KI etwas macht. Fortschrittlich sind also Gilgamesch und Hannibal. Na gut. Die Stadt in der Mitte gefällt mir halt wirklich aufgrund dessen einfach nur super gut, dass sie Glück. Kann man da schon mal etwas ruhen, weil wenn sie eine KI hatte, relativ viel aufdeckt. Und wir versuchen jetzt auch eine Straße so weit wie möglich zu ziehen, dass wir A, auch die Stadt dann relativ schnell gründen können, da in der Ecke. Und zweitens, ganz wichtig, dass wir auch eventuell unserem Freund etwas Unterstützung schicken können, wenn es hart auf hart kommt. Und vor allen Dingen, dann ist die Ecke zu, dann kommen da keine Barbaren mehr hin für ihn. Hat er keine Bautrupps mehr? Keine Bautrupps und er baut Speer und Kasernen und Arbeits... Ja doch, da oben hat er noch zwei Bautrupps immerhin. Aber so richtig... Noch ein Team! Überraschend. Okay, Ashoka. Und machen wir doch mal offene Grenzen. Mit wem bist du überhaupt zusammen im Verbund? Ashoka mit dem Deutschen Reich. Friedrich! Warum nicht? Der ist gerade nicht witzig. Warum ich hier die Straße drauf baue, ist relativ simpel. Es dauert weniger Zeit, sie auf einem normalen Feld zu machen. Das wäre jetzt riskant, weil da auch ein Gegner hätte sein können, aber naja, no risk, no fun. Mit dem konnte ich natürlich, also mit dem Bautrupp konnte ich den Trick jetzt durchziehen, wenn man so will. Ich konnte natürlich jetzt vorher gucken. Queen bereits erstmal gegründet, sehr schön. Als erstes ein Monument. Und du kannst, nein, nicht nach ganz unten, aber immerhin schon mal darauf ziehen. Sehr schön. So. Da ich ja, wenn hier nichts, wenn hier der Barbar gewesen wäre, hätte ich ihn zurückziehen können. Und ein Bogenschütze wird wohl nicht die Moralbeförderung bekommen. Hoffe ich zumindest einfach mal. Gut. Dann wollen wir jetzt einmal wachsen und dann können wir auch A, Hüttenfelder belegen und B, können wir danach auch einen Stadtverteidiger haben wir dann. Was natürlich durchaus auch seine Vorteile hat. So. Jetzt haben wir hier natürlich auch schon das Monument, das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir können schon mal eine Straße da ziehen auf den aufs Kupfer, dass wir das auch belegen können. Das ist natürlich dann sehr schön. Hier steht demnächst die Kornkammer in Porto, wenn das fertig ist. Dort bauen wir schon mal eine Mine wieder für weitere Siedlerproduktion. Es läuft. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Und das soll es auch für dieses Turnset gewesen sein. Unsere Ausgangslage ist super. Auch wenn wir Porto etwas anders setzen mussten, als wir es geplant hatten. Ich mache mal kurz die Ressourcenanzeige aus. Weil eigentlich war ja geplant, dass Porto hier unten ist, wo es Guimarães ist. Da hat uns ja der Barbspeer, also Speerkämpfer, gestört. Und da habe ich mich dann kurzfristig umentschieden, Porto zuerst zu gründen. Guimarães, ganz simpel. A, um an unser eigenes Kupfer zu kommen, was etwa hier liegt. Und auch als Vorbereitung für die Gründung hier unten. Dann als nächste Stadt haben wir jetzt Coimbra gegründet. Die hat einen ganz simplen Sinn. A, gibt es dort Schwemmlandfelder, die natürlich super Hütten abgeben. Doppelt natürlich hilft besser, doppelt hält besser. Egal. Und vor allen Dingen, wenn das Monument dort erstmal steht, das werde ich noch holzen,
haben wir diese komplette Halbinsel abgedeckt. Das heißt, dann kann da nichts mehr spawnen an Barbaren. Mit Ausnahme vielleicht von Trieren hier außen, aber dessen Problem nehmen wir uns dann später an. Gut, was ich als nächstes geplant hatte, war eine Stadt hier hinzusetzen, als Blockstadt in Richtung Justinian. Nicht als Blockstadt, weil ich ihn weghalten möchte, sondern A, weil es eine super Stadt ist, die möchte ich bei mir haben. Und erstmal Geld abdrehen. Und B, auch ganz einfach, damit aus dieser Ecke keine Barbaren mehr runterlatschen zu ihm oder zu mir. Und wenn wir erstmal von den Barbaren befreit sind, können wir Städte setzen, Hütten bauen und dann ist das Ganze wirklich das Länderspiel schlechthin. Gucken wir uns jetzt nochmal die allgemeine Lage an. Justinian ist natürlich immer noch ein kleiner Irrer, baut Kasernen und Axtkämpfer, obwohl er Siedler und Bautrupps bauen sollte. Dummer KI. Egal. Den Inka haben wir jetzt also auch gefunden. Der sitzt hier in der Ecke. Und ich hoffe ja, dass der Justinian hier noch eine Stadt kriegt, so in dieser Region grob. Weil wenn nicht, wäre er so auf 4-5 Städte begrenzt, was nicht so traumhaft wäre. Wobei im schlimmsten Fall würde ich ihm sogar noch eine Stadt übergeben oder zwei, damit er auch eine halbwegs vernünftige Wirtschaft hat. Muss man dann aber später mal gucken. Hier unten sehen wir dann jetzt auch weitere Städte, nämlich wie Bragte, Vienne von Boudica. Ich hoffe ja ganz ehrlich, dass die sich mit dem Holländer clasht oder der Holländer mit dem Chinesen, muss man immer mal gucken. Hauptsache sie clashen sich, das ist mir alles recht. Und hier ist dann auch noch der Gilgamesch. Was natürlich richtig fies ist, anscheinend Gilgamesch und Hannibal aus einer Richtung. Das heißt, die haben eine ähnlich gute Ausgangslage wie wir. Muss man mal gucken, was das dann für eine Massenschlacht gibt. Gut, es läuft. Das Land ist jetzt nicht so perfekt, dass ich sagen würde, es ist ein easy win. Aber es ist durchaus taktisch für uns ansprechend oder positiv für uns. Einfach weil wir uns, weil Justinian als Schutzwall für mich funktioniert. Wenn er auch nur annähernd so viele Einheiten baut, wie ich das in den anderen Spielen als Gegner erlebt habe, dann kann ich hier hinten eine Wirtschaft aufbauen, wovon Sid Meier sonst nur träumen könnte. Zumindest auf Sicht. Das dauert natürlich noch etwas, ich werde mich vorher noch zweimal in den Ruin siedeln, aber hey, bisschen Schwund ist immer. Also, bleibt dabei und wundert euch nicht zu sehr, was die KI für dumme Sachen macht.